Hallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Heute habe ich wieder ein neues Projekt für euch, und zwar ist das diese Box hier. Und wie du erkennen kannst, sind die Ecken hier nach innen anstatt nach draußen. Und das ist mal eine ganz besondere Box. Gesehen habe ich das letzte Woche bei Facebook. Da war natürlich die Anleitung nicht dabei, also musste ich mich am Wochenende hinsetzen und das austüfteln, und das ist dabei rausgekommen, und das habe ich in 4 verschiedenen Größen gemacht. Einmal in der weihnachtlichen Art, die ist etwas kleiner als diese, dann nochmal in der weihnachtlichen Art, die ist auch etwas größer, und dann habe ich eine ganz große gemacht, auch nochmal in der weihnachtlichen Variante. Und heute möchte ich mit dir so eine Box machen, aber komplett anders. Die Form, die bleibt, aber heute möchte ich mit euch solche Blümchen noch machen zur Deko. Und wie das Ganze gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst ein Stück Farbkarton. Ich habe Limette gewählt in den Maßen 25 x 18 cm, und das Ganze wird gefalzt. Auf der kurzen Seite bei 1 cm, den 1 cm lege ich mir wieder auf der rechten Seite an. Dann drehst du das Ganze um 180 Grad und mach mal Licht. Ja. bei 5 cm, bei 13 und bei 17, bei 17 kannst du auch hier hinten bei 1 cm anlegen, dann ist das genau. Und dann drehst du das Ganze auf die lange Seite und falzt das Ganze bei 4 cm, 12, 16 und 24. Und das war das Ganze. Dann wird markiert, und zwar, ich drehe das Ganze, ja, und zwar wird jetzt an dieser Falzlinie nach links 2 cm und an der Falzlinie nach rechts 2 cm, das gleiche machst du hier unten. Und auf dieser Seite messt du von der zweiten Falz ab 2 cm nach links und nach rechts. Und das untere machst du auch 2 cm nach links und 2 cm nach rechts. Dafür benötigst du ein Geodreieck oder sonstiges. Dann verbindest du die Markierungen mit einem Prägestift oder deinem Falzbein. Die markierst du von Ecke zu Ecke bzw. von Markierung zu Markierung, damit ein Quadrat entsteht. Und dann sieht das so aus. Und das machst du an allen 4 Markierungen bzw. an allen Seiten, wo du die Markierung gemacht hast. Dann sieht das so aus. Genau. Dann kannst du schon anfangen, das Ganze zu schneiden. Dazu schneide ich mir weg, das kreuze ich dir dann mal an, und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen,
das kommt komplett weg, also das komplette Stück hier kommt auf dieser Seite komplett weg und auf dieser Seite hier. Hier wird abgeschrägt und hier auch, also das sind die vier Laschen und die werden jeweils abgeschrägt. Und hier oben ist dann die Box, wo verschlossen wird. Das ist wieder die Einstieglasche und die wird abgerundet. Und wenn du das Ganze geschnitten hast, dann kürzt du deine Klebelaschen. Hier siehst du ja die Falz, das ist 1 cm und das gleiche schneidest du dann weg. Also hier ist die Klebelasche, dann gibst du nochmal 1 cm dazu und schneidest dir das Ganze weg, damit die Klebelaschen beim Stießen nicht überlappen. Also das muss jetzt auch nicht 100% sein. Einfach ungefähr 1 cm wegschneiden und das war das Ganze dann. Okay, und wenn du dann damit fertig bist, dann sieht dein Farbkarton hier so aus und dann kannst du das Ganze dann auch schon falzen. Und wie du am besten diese Quadrate hier faltest, du legst das Ganze zusammen. Und die Falzlinie, die knickst du einfach nach hinten und währenddessen, dass du das nach hinten drückst, weiß das Papier schon, dass sich die Richtung ändert. Dann drückst du das einfach so zusammen und gehst mit deinem Falzbein drüber. Und das Ganze machst du jetzt an allen vier Ecken. Hier kannst du dann schon die Ecken abrunden. Dafür nehme ich mein Envelopanchboard. Und dann kannst du die Box dann auch schon zusammenkleben. Und zwar gibst du dann auf die komplette Lasche hier etwas Tombow auf und drückst das gefalzte Rechteck nach innen und das ist etwas friemelig, aber das funktioniert. Also du drückst das Ganze, das legt sich ja schon so in die Form rein und klebst die Lasche nach hinten auf den Farbkarton, auf die Seitenlaschen praktisch. Und das, du siehst, da hat sich schon das Dreieck ergeben. Das Ganze gehst du nochmal mit deinem Falzbein nach. Und auf der anderen Seite machst du das Gleiche. Also du drückst das Quadrat nach unten, also nach unten, und gibst aber an der Lasche hier Druck nach innen, damit das Papier schon weiß, aha, da muss ich jetzt hin. Und dann siehst du, wenn du das dann aufeinander legst, dass sich diese Dreiecke bereits bilden. Also Kleber drauf machen auf die komplette Lasche, auch auf dieses Dreieck hier an der Lasche. Das Papier nach innen drücken. Du siehst ja, das legt sich von alleine und dann mit an der Seite der Box dann das Ganze ankleben. Das Ganze gehst du nochmal mit deinem Falzbein nach, damit das schön fest ist. Und auf der anderen Seite, an den anderen beiden Laschen machst du das Gleiche. Und das war das ganze Spiel. Dann kannst du die Box bereits schließen. Ups, jetzt habe ich die falsche Seite natürlich gefalzt. Aber das ist auch kein Problem. Das reicht ja noch.
Jetzt kannst du die Box schließen. Und dann sieht deine Box hier so aus. Du hast die Ecken nach innen gedrückt und jetzt geht's ans Dekorieren. Und zwar brauchst du ich habe jetzt mal hier Kopierpapier genommen. Du kannst natürlich auch den Farbkarton von Stampin' Up nehmen. Aber ich glaube, dass es etwas leichter ist mit Kopierpapier, weil das halt dünner ist. Und da schneidest du dir 4 Stücke in den Maßen 5x5 cm also 4x. Und weil ich 2 Blüten haben möchte, aber nicht die gleiche Größe, brauchst du das Ganze dann nochmal in den Maßen 4x4 cm und das benötigst du dann auch 4x. Und wie das Ganze gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Du legst dann das Papier waagerecht Kante an Kante an und dann von der kurzen Seite an Kante und dann legst du diese Seite mit den 2 geschlossenen Seiten an die eine Seite an und drückst dir das zusammen, gehst nochmal mit einem Falzbein nach und dann hast du hier oben die geöffnete Seite, also von dem Papier siehst du dann jede einzelne Lage und hier sollte dann die eine geschlossene und 2 geschlossene, also 3 geschlossene Seiten sein und hier eine geschlossene Seite. Dann malst du hier eine Blüte auf und zwar sollte das dann so aussehen hier. Und dann schneidest du dir das Ganze zurecht. So einfach an der Bleistiftlinie entlang schneiden. Und dann kannst du das Ganze öffnen. Und das sollte dann so aussehen. Und das machst du mit allen 4 Papierstücken. Und wenn du dann die 4 Stücke zugeschnitten hast, dann gehst du hin und nimmst dir jedes einzelne Blatt. Beim ersten Blatt wird einfach an der Falzlinie ein Schnitt reingemacht. Dann sieht das so aus. Dann nimmst du dir das zweite Blatt und schneidest eine Falzlinie ein und schneidest dir so ein Blütenblatt hier raus. Das ist dann das zweite. Dann nimmst du dir dein drittes und schneidest dir 2 Blütenblätter raus. Und wie du dir jetzt schon denken kannst, beim vierten schneidest du dir 3 Blütenblätter raus. Okay, dann nimmst du dir dein erstes Blatt und klebst dann das Stück auf dieses Blatt hier auf. Dafür benutze ich den Tombow. Klebe das dann hier so drauf und wenn das dann so ungenau ist, dann kannst du dir das Stück dann wegschneiden. Und dann hast du dein erstes Blütchen fertig. Die zweite Blüte machst du das gleiche. Und zwar klebst du die Hinterseite auf die Vorderseite deines Blattes. Und das mache ich mit jeder einzelnen Blüte so. Und wenn du dann das dritte, also das mit den 3 Blütenblättern hast, dann nimmst du dir dein Papier- und Lochwerkzeug und gehst an beiden Seiten, ziehst du dann die Ecken so, beziehungsweise rundest du dir die Ecken so leicht ab, damit das dann so aussieht. Das machst du an der anderen Seite dann genauso. Und dann gehst du hin und machst dir an eine Ecke etwas Kleber dran und legst das andere gerade so drüber, damit du die 3 Spitzen hier hast. Und
drückt das Ganze zusammen und fertig. Das machst du mit dem und auch mit dem einzelnen Platz. Und das Allerschwierigste ist natürlich das kleine, das einzelne Blütenblatt. Aber das bekommst du dann auch hin. Und zwar legst du das einfach auf die Spitze von deinem Papier- und Lochwerkzeug und drehst dann praktisch die ganze Blüte über die Rundung praktisch. Und machst einfach hier auch etwas Kleber dran. Das muss jetzt auch nicht so 100% sein. Und dann sieht das Ganze so aus hier. Nun, bevor du jetzt die Blüte zusammensetzt, nehme ich mir mein Stempelkissen in Puderrosa und ein Fingerschwämmchen und färbe mir die Kanten hier oben etwas ein. Und das machst du an allen Blüten und dann nimmst du dir deine Schere und schneidest dir diese Spitzen hier. Wie du siehst, sind da solche Spitzen entstanden. Die schneidest du dir etwas weg, damit die auch gerade sind, beziehungsweise damit du die auch so hinsetzen kannst. Einfach wegschneiden. Okay, dann legst du dir die Spitzen der Blütenblätter über die Rundung von deinem Papier-Lochwerkzeug und rundest die so ab. So. Und das machst du mit allen Blüten. Und wenn du damit fertig bist, dann sollten deine Blütenblätter so aussehen hier. Und dann kannst du das dann auch schon zusammensetzen, und zwar fängst du mit der größten an und wirst immer kleiner, und das heißt, du machst auf das zweitgrößte hinten etwas Tombow und setzt das ganze Blatt dann auf das andere, und so gehst du vor, bis du bei der kleinsten Blüte angelangt bist. Und dann zieh deine Blüte hier noch ein bisschen zurechtlegen. Und jetzt habe ich natürlich hier vergessen, in der Eile den Farbkarton zu bestempeln. Das kannst du dann machen, wie du das möchtest. Und da mache ich dann die Blüten so hier drauf. Du kannst natürlich auch so die Zierdeckchen verwenden, die es bei Stampin' Up so gibt. Das ist jetzt Vanille pur. Dann legst du dir das so auf die Box und kannst dann das, also die Blütchen hier so darauf setzen, um das Zierdeckchen anzubringen, beziehungsweise das hat eine
Seite in Weiß und eine in Vanille pur. Und ich nehme natürlich jetzt das in Flüsterweiß und gebe an den größeren Stellen so punktuell den Tombow auf und lege mir das dann so ungefähr mittig auf meine Box. Und die Blüten mache ich hinten ebenfalls etwas Tombow drauf und setze mir die in Position, so wie ich das möchte. Etwas andrücken, damit der Tombow anziehen kann. Und die kleine Blüte, die setze ich mir einfach so daneben. Und drücke die auch noch mal kurz an. Und dann kannst du dir noch einen Spruch anbringen. Und dazu brauchst du ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß. Da nehme ich jetzt ein Reststück. Und dann nehme ich mir das Stempelset Geburtstagsblumen. Das ist auch ein ganz tolles Set mit der schönen großen Blume, die man auskolorieren kann. Und dann nehme ich jetzt den Spruch für dich. Den werde ich mir aber embossen. Und zwar brauche ich da das Versamark. Dann nehme ich mir das Embossing-Pulver in Silber und den Embossing Buddy, um die Statik vom Papier zu nehmen, damit das Prägepulver nicht an Stellen ist, die ich nicht mag. Und da gehe ich einmal so über meinen Farbkarton drüber. Dann stempel ich mir den Spruch hier auf. Und gebe dann von dem Embossing Pulver hier drauf. Und dann sieht das so aus. Das werde ich jetzt schnell mit dem Embossing Föhn prägen und bin dann gleich wieder zurück. Und da bin ich wieder und habe mir den Spruch für dich embossed und schneide mir das Etikett jetzt so einfach zu. Das kannst du mit der Schere machen. Und runde mir das noch mit dem Falzbein etwas in Position, damit das etwas Tiefe bekommt. Und klebe das mit einem 3D-Klebepunkt bzw. mit einem 3D-Klebepad. Klebe ich mir den Spruch dann so auf. Und gebe das auf die Box hier. Ups, da muss man natürlich noch die Schutzfolie davor abziehen, damit das auch klebt. Dann natürlich, ich sag's nicht mehr, diesmal nehme ich mir die Halbperlen. Eigentlich wollte ich noch den Farbkarton hier prägen
Aber das habe ich jetzt ganz vergessen. Ah, stopp, bevor ich es vergesse. Hier hinten wäre natürlich auch sinnvoll, beziehungsweise das könnten wir eigentlich auch noch machen. Dazu nehme ich mir mein Geschenkband, mein schimmerndes Geschenkband, und das gebe ich dann so um die Box, damit du das dann auch schließen kannst, beziehungsweise wenn du das dann, wenn du da was dann reinmachst, damit die Box sich nicht öffnet, machen wir hier noch ein Band dran, und da mache ich jetzt gerade so provisorisch ein Band. Das besser ist natürlich, wenn du das Ganze davor machst, bevor du die Sachen da dann anbringst. Aber ich habe das mal wieder vergessen. Aber das ist ja nicht schlimm. Das kann man immer noch machen. Sollte sich natürlich das Geschenkband nicht verdrehen. Ich mache das mal kurz und bin dann gleich wieder zurück. Und so sieht die fertige Box dann aus, und wie ich finde, sehr edel. Ich finde, die Blüten, die machen ganz schön was her. Die sind auch nicht schwer zu machen, wie du gesehen hast. Und das war mein heutiges Projekt. Dann zeige ich dir nochmal meine anderen Projekte. Das ist die andere Box. Die habe ich mit den Framelits Orient Medaillon hier ausgestanzt und habe hier einen kleinen Spruch auf einen Kreis gestempelt, noch ein paar Pailletten drauf, und die Schleife hier habe ich an der Seite gemacht. Dann habe ich die in der weihnachtlichen Art hier nochmal gemacht, und da habe ich die Sterne bzw. die Eiskristalle in Silber embossed. Hier habe ich den Farbkarton bestempelt und habe hier ein Zierdeckchen vom neuen Herbst-Winter-Katalog angebracht. Und hier habe ich die Box noch einmal in der etwas größeren Form in Chili und mit dem Winterstädtchen, und hier oben auch eine Schleife und einen Spruch. Und du siehst, hast viele Möglichkeiten, diese Box zu dekorieren. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.